So, da bin ich wieder. Zurück aus der kleinen Pause. Es geht natürlich hier weiter mit Farming Simulator 22 Farmer Marvin in der nordfriesischen Marsch. So. Genau, ich war ja im Prinzip gar nicht weg. Dementsprechend spare ich mir jetzt mal den Rest. Aber ich wünsche euch natürlich trotzdem allen mega viel Spaß hier beim Gucken. So. Hier mache ich mal den kleinen leer. 10:34 Uhr, das sieht schon mal sehr gut aus. Tickt auch relativ schnell vorwärts. Um 11 Uhr soll das hier aufhören quasi. Bedeutet, ich kann gleich schon mal so nach und nach jetzt alle Maschinen anwerfen, die dann ja sowieso auf Warten stehen. Sobald es dann aufhört, fahren die los. Aber ich muss zählen. Ein Erntehelfer fährt da noch. Die schaffen es immer, sich im Weg zu stehen. Das ist auch gut. Aber die zählen halt nicht als Erntehelfer in dem Sinne. Den lassen wir mal zurückfahren. Der soll zusehen, dass der auf den Parkplatz kommt. Und zwar bitte auf den Parkplatz. Parkplatz. Also nur Parkplatz. So. Auf den Parkplatz, Parkplatz. So. So, hier haben wir noch zwei Erntehelfer fahren. Da muss ich auch dran denken. Ich habe noch zwei Helfer, die fleißig sind. Dann habe ich schon mal drei. Ne? Das heißt, drei habe ich auf dem Feld schon mal fahren. So, Nummer vier. Wieder auf eins runter. So. Geht nämlich hier schon weiter. Cool. Und hier müssen wir auch den Übergang anmachen und Gas. Läuft schon. Achso, wenn ich dann schon mal hier bin, muss ich den auch anmachen. So, das heißt zwei Helfer, aber der zählt ja nicht als Erntehelfer, der Autodrive. Ja, alles gut. Alles gut. Aber das wird mit Sicherheit interessant. Ja, willkommen zurück. Welcome back. So. Ja, an. So, wie viel habe ich denn jetzt? Lass uns mal kurz durchziehen. Drei waren ja sowieso aktiv. So, dann habe ich 4, 5, 6, 7. 7 habe ich jetzt aktiv. 3 darf ich noch. 3 darf ich noch, dann ist Ende. 7. Dann fange ich auf dem großen Feld hier oben an. Neun. Ja, da zählt nicht, wo ich jetzt hinlaufe. Aber blöd. Ich möchte natürlich jetzt eigentlich das Ernten bevorzugen. Das heißt, wir springen jetzt mal schnell. Diesen da. Sobald er gewendet hat, da warte ich noch eben drauf, damit ich den nicht wieder neu ansetzen muss. Helfer mal kurz gefeuert. Und dann kann ich noch ein Feld anlaufen lassen.
Aus. Zurück. So, das Feld habe ich aktiviert. 51. Also hier hängen ja zwei Felder dahinter, genauso wie hier. Deswegen lasse ich jetzt natürlich den hier weiter. Die schieben. Hallo? Hallo? Aus? Hui! Was ist das? Hey, was stimmt denn mit dem nicht? Normalerweise sieht er doch, dass davor was steht. Unglaublich, aber wahr. So, jetzt. Jetzt sieht er den hoffentlich. Da fährt er in der Kurve da jetzt auch rein. Bin gespannt. So. Energie. Genau, war doch alles frei. Warum gammelst du da rum? Er hängt aber wirklich dicht dahinter, ne? Kann das wohl sein? Normalerweise sollten die doch ein bisschen Abstand halten. Ey, was ist der? Der schiebt den einfach weg. Das kann wohl nicht sein. Field Rage. Ja, gucken wir mal kurz in die Einstellung von dem Traktor. Ja, das war gar nicht verkehrt. Ja, den gibt es jetzt zum Glück nicht, den Lackschaden. Also den gibt es schon, aber nur durch Abnutzung. Ansonsten hätte ich hier schon Schäden in Millionenhöhe verursacht. Und das nur durch Lack? Nee, ich weiß es nicht, warum er das tut, was er tut. Überhaupt was tut. Mal was. Was auch immer. So, wir haben jetzt aktiv. Lass uns einmal kurz auf die Helfer schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Okay. Du kannst keine weiteren Helfer mehr einstellen, denn das Limit bereits erreicht ist. Ja. Da bin ich ja froh, dass wenigstens die Autodrive außer Konkurrenz fahren. Davon habe ich nochmal 1. Da oben fällt einmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Achso, der LKW ja auch noch 6. Also nochmal 6 zusätzlich fahren. Eieiei. Echt? Wow. Ja, da bin ich sowieso mal gespannt drauf, was es da alles gibt. Und was ich da noch alles ausschalten kann. Ich stehe ja auf Werterhalt. So, ich habe das ja nicht so gerne, wenn irgendwas kaputt gemacht wird. Deswegen habe ich ja auch hier
keine Fruchtzerstörung an und auch kein Verwelken hier. Wie heißt es? Ernte, ja gut, überhaupt Erntezerstörung ist aus hier, ne? Aber ansonsten, naja. Ich bin sehr gespannt. Der soll grafisch absolut der Hammer sein. Ich bin gespannt, was ich hier grafisch auslösen kann, ohne dass mein komplettes System hier anfängt zu brennen. Aber wir gucken mal. Das wird mit Sicherheit noch was. So. In einem neuen Monat. Der hier macht, sieht sehr gut aus. Voll. Bin durch. Ja gut, du kümmerst dich wahrscheinlich dann um dein Business und das ist ja auch so eine Art Hobby. Also beides zusammen gesehen, ne? Also du machst das ja nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst, ne? Ist ja dann doch schon ein Unterschied. Also Hobby ist Hobby. Es ist jetzt egal, ob es jetzt Zocken ist oder was anderes, ne? Das spielt ja keine Rolle. Also für dich spielt es eine Rolle, aber natürlich. Für die anderen, die dich vielleicht gerne, weiß ich nicht, live spielen sehen wollen, mag das so sein, aber die haben halt Pech gehabt, ne? Oh, wo ist der Mineraldünger? Bin ich gar nicht. Futter? Da, Mineraldünger. Landwirtschaftsmesse, ja, das ist doch wunderbar. Die ist weit weg. Da muss ich ja jetzt wirklich ganz weit verfahren. Zu dem Windrad, da muss ich. Da kann ich auch gleich wieder ein bisschen Dünger in meine Kaffee Dinger hier einfüllen, in meine Kaffeegewächshäuser. So, wir nähern uns den 950 Millionen. Das heißt, die Milliarde ist, glaube ich, drin bis FS25. Ja, das Geile ist, die Kaffeerösterei, die braucht Diesel. Da weißt du, wo der Geschmack herkommt, wo die Röstaromen herkommen. Wie jetzt? Hallo? Was oder wie? Mehr passt hier nicht rein? Jetzt guck mal. Zack. Das Ding ist voll, aber das Ding ist so das Einzige, was nicht ausgebaut ist auf Maximum. Das war leer. Das doch nochmal voll gemacht gehabt. Wow. Wow. Heißt, wir haben wieder einige Stunden ohne Ertrag hier gelebt. Ja, genau. Neue Kaffee von Aral, ne? Die beiden sind jetzt voll hier oder was? Stimme, hallo. Ja.
Jetzt. Oder dass ich den Tank hier genommen habe. Den brauche ich wenigstens nur einmal nachfüllen, um alles hier voll zu kriegen. Den anderen Tankwagen, den musste ich immer zweimal füllen. Wo nannte was? Tankstelle? Ja, klar. Aus meiner. Kann wieder füllen. Ist hier noch genug drin? Ja. 100.000 passen hier noch an. Wunderbar. Hey. Macht denn der? Popo kühlen. So, das ist schon mal okay, aber der da oben, warte mal. Na gut, das ist normal. Das machen sie ja immer. Da kann ich aber mit leben, dass die sich da so blockieren. Sobald der andere dann abfährt, holt der Strohsammler ja auch wieder auf. Komm. Ach komm. Echt jetzt? Mal ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf den hier. Der hat eine Macke. Ich jetzt hier hin, fertig. So. Kannst nachher sammeln fahren. Mähdrescher in Ruhe lassen hier. Unfassbar. Genau. Ja, das ist immer schön, wenn die Traktoren dann so mit der Nase dann so da drin stehen, weil die irgendwie rübergefahren sind. Dann sage ich immer so, oh, Traktor müde, nee, Traktor durstig. So. Oh, das ist hier Schwachsinn. Er dürfte da nicht allzu viel zusammen haben. Natürlich jetzt an dem Mähdrescher vorbeigezogen. Und jetzt wird da gleich der nächste blockiert. Weil der fährt mir jetzt gleich auf die Strohspur und dann ist gut. So, aber da ich ja den einen unterbrochen habe, kann der dann weiterfahren eigentlich. Dann wird das Feld nämlich auch mal fertig. Okay. Gucken, ob keine weiteren Erntemaschinen blockiert sind. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Der kommt gerade angefahren, da hinten. Ja, das Video habe ich auch gesehen. Das war echt gut. Aber der Spruch, also der ist ja inzwischen schon in einige Videos reingegangen. Ich hatte Wildunfall. Wildunfall, was haben Sie denn angefangen? Fisch. Genau. Genauso gut ist wie, oh, Chef, mein Spiegel ist kaputt. Ja, dann kaufen neuen. Ja, geht nicht. Ja, warum nicht? LKW liegt noch drauf.
So, das war ja hier noch nicht aktiv, richtig. Ich brauche mehr Helfer. So. Machen wir hier schnell. Er dürfte ja inzwischen auch schon wieder ein bisschen voller sein. Ja, voll genug, denke ich. Die waren schon voll. Die ersten beiden hier waren auch voll. Dann geht's hier weiter. Das könnte mit dem dritten doch noch eng werden, oder? Aber auf jeden Fall ist wieder was drin jetzt. Was der produziert schon mal weiter. Auffüllen, Butter aus, beides zusammen. Und hier muss ich nachkaufen, sonst wird er nicht voll. Ja, ich hätte natürlich gerne mal wieder ein bisschen Raps gehabt, um es in meine Multiproduktion reinzuschütten, aber leider ist Raps aus. So, dann werfen wir mal schnell einen Blick ins Lager. So, Gerste habe ich noch 167. K, so. Davon werden wir mal ein bisschen was zapfen, denn davon fehlte natürlich auch noch was in der Produktion, wo ich auch mal einen Blick reinwerfen könnte. Bei FS25 übrigens, da bin ich mal schwer gespannt, sehr schwer gespannt, wie viele Mods da es dann schon dafür geben wird. Jedenfalls. Wieso ist dieses Gewächshaus 1? Müsste 10 sein. Ich habe sie alle mal auf 10 gemacht. Und jetzt sind hier wieder welche 1. Eigentlich kann das nicht sein. Ach so, doch. Das sind, glaube ich, die 3, die da einzeln stehen, ne? Ja. Na gut. So. So, das war, sind diese Zwischenlager, die ich da habe. Ich bin gerade schon irritiert. Ja, ich habe offen gesagt, weil man den letzten haben die sich echt Zeit gelassen. Ich habe offen
gesagt, so schnell gar nicht mit dem neuen gerechnet. Aber ich bin natürlich nicht abgeneigt, ne? Vor allem das mit Reisernten und so, da bin ich echt mal gespannt, wie die das realisieren. So, hier ist Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Und nochmal Kaffee. Genau, da fehlt noch ein bisschen Flüssigdünger, aber das macht nichts. Hauptsache ist was drin. Dieselproduktion läuft. Oh. In der Futterfabrik fehlt Gras und Soja. Da kann ich mich ja mal eigentlich schnell drum kümmern, ne? Hier ist was raus. Der ist mit. Guck mal rüber. Dann noch drin. Ach, der ist noch fleißig am Ausladen. Okay. Da gehe ich gleich mal drauf. Der kann mir gleich mal ein bisschen Gras rüberfahren. Ich glaube, da gibt es andere Maschinen. Weiß ich nicht, so ein Ernteboot oder so. Auf jeden Fall kommen wir da mal so ein bisschen von diesen Standardmaschinen weg, die es hier gibt. Sehr schön. Das ist voll, Wahnsinn. Wollte ich nicht hier auch Gerste gebrauchen? Ich glaube, ne? Hier war, glaube ich, nur Gras. Echt jetzt? Echt jetzt? Okay. Reisfelder werden trocken gelegt und dann, ja, nee, ist klar. Na super. Ja, ich habe jetzt auch an irgendwas anderes gedacht, weißt du? So, aber. Aber bestimmt mit speziellen Mähdreschern. Hier könnte ich noch Weizen gebrauchen, theoretisch. Aber wir waren natürlich erstmal bei Soja und bei Gras für die Futterfabrik. Hab dich! So, stopp. So. Der lädt. In der Ladeproduktion lädt der Gras auf und bringt das zum. Das war mal ein Übergang, wa?
Ja, Futterfabrik abladen. Und natürlich was. Jetzt darfst du weiterfahren. Also irgendwo wenden und dann wieder zurückfahren. Wer bist denn du? Ach so, stimmt. Die werden ja direkt nach hier vorne gebracht, die Zuckerrüben. Was? Kein Weizen mehr? Mich so auf Raps ausgelegt hier, den ich übrigens auch nicht habe, dass ich auf alles andere irgendwie schon hier verzichtet habe. Okay, also, wir füllen jetzt erstmal so hier. Während das füllt. Bauen wir mal nach dem Rest. Hier seinen Anpassungskurs, glaube ich, oder so. Beendet. Arbeit beendet. Arbeit beendet. Hä? Drei Feldern? Wow. Wollen wir mal gucken. So, ja. Entschuldigung, Motor war nicht an. Ein Durcheinander. So. Das jetzt nicht mal so gut. Passt. Gucken wir mal weiter. Okay, das wird blockiert. Das ist erstmal normal. Oh. Ich noch mal. Ich nicht. Lass dem mal lieber ein bisschen Vorlauf. Lass mal so stehen noch, bevor der dem nachher noch reinfährt. Dann sind die Vorgewände wenigstens schon mal weggefahren. Komisch, das klappt überall, wenn ich ihn reinzimmert, außer auf dem einen Feld. Da kriegt er das nicht auf die Reihe.
Aber hier ist doch gar nichts beendet. Definitiv auch nicht beendet. Das ist nur irgendwie dumm im Weg. Also blockiert. Er hat seine Arbeit definitiv auch nicht beendet. Er muss nochmal wieder leer gemacht werden. Oder sind das noch die Ernte, die Sämaschinen, die noch auf dem Feld sind? Natürlich auch sein. Weil ich da noch nicht drauf war, dass der immer noch sagt, hier, warst du noch nicht drauf, ich muss dir noch den Hinweis geben. Das gucke ich mir noch mal eben schnell an. Ja, fast. So, die habe ich aber nicht hier mit drin. Die muss ich mir extra aufrufen. Und zwar eine war hier. Ach, falsch. Falsche Map. Eine war hier. Jo, schon mal eine weniger. So, dann kann die schon mal runter vom Feld, ne? Oh. Ja, das sind die. Und also die Sämaschine, dann die hinten bei West. Und dann wahrscheinlich noch die eine Feldspritze noch. Habe noch Rubicon irgendwo rumstehen. Ich glaube auf Feld 15, kann das sein? So, das war der eine. Dann steht hier noch einer rum. Und das war der andere. Ja, jetzt wird die Liste oben doch zumindest schon mal ein bisschen leerer. Ist schon mal gut. So. Ist denn der andere? Ach, hier unten. Da. Genau, jetzt haben wir es. Der macht das Gleiche, okay. Auch gereinigt. Irgendwie gefällt der mir in Karmesin so am besten. In der Originalfarbe. Also nicht hellrot. Ich weiß nicht. Wirkt doch mal sehr schnell dreckig.
Licht ausmachen hier. Ja, ungefähr. Aber der Plan war ja, 1 Milliarde Euro oben stehen zu haben auf dieser Map. Der Plan gewesen. Den verfolge ich ja nur hartnäckig. Es muss bis 25 dann auch hinhauen. Aber du bist ja gerade AFK, also hast du das gar nicht mitgekriegt. Okay. Muss ich gerne was sagen. Gut, aber das passt mir auch ganz gut gerade. Ich suche mir mal eben irgendein schönes Erntegerät, dem ich hier aufbleiben möchte. Sagen wir mal das. So, da bleiben wir mal kurz drauf. Und jetzt springe ich mal in eine wirkliche kurze Pause, weil ich mir jetzt mal was Neues zu trinken organisieren möchte. Ich sag bis in ein paar Minuten. Bis gleich, jo.